Ich war in großer Verlegenheit. Eine dringende Reise stand mir bevor. Ein Schwerkranker wartete auf mich in einem 10 Meilen entfernten Dorfe. Starkes Schneegestöber füllte den Raum zwischen mir und ihm. Einen Wagen hatte ich. Leicht, großräderig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt. In den Pelz gepackt, die Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig schon auf dem Hofe. Aber das Pferd fehlte, das Pferd! Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter verendet. Mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um ein Pferd zu bekommen. Aber es war aussichtslos, ich wusste es. Und immer mehr von Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da. Am Tor erschien das Mädchen, allein, schwenkte die Laterne. Natürlich, wer leiht jetzt sein Pferd her zu solcher Fahrt? Ich fand keine Möglichkeit. Zerstreut, gequält, stieß ich mit dem Fuß an die brüchige Tür des schon seit Jahren unbenützten Schweinestalles. Sie öffnete sich und klappte in den Angeln auf und zu. Wärme und Geruch wie von Pferden kam hervor. Eine trübe Stahllaterne schwankte drin an einem Seil. Ein Mann, zusammengekauert in dem niedrigen Verschlag, zeigte sein offenes, blauäugiges Gesicht. Soll ich anspannen? Fragte er, auf allen Vieren hervorkriechend. Ich wusste nichts zu sagen und beugte mich nur, um zu sehen, was es noch in dem Stalle gab. Das Dienstmädchen stand neben mir. Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Hause vorrätig hat, sagte es. Und wir beide lachten. Holla, Bruder, holla, Schwester! Rief der Pferdeknecht und 2 mächtige Tiere schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senket, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper. Hilf ihm, sagte ich, und das willige Mädchen eilte dem Knecht das Geschirr des Wagens zu reichen. Doch kaum war es bei ihm, umfasst es der Knecht und schlägt sein Gesicht an ihres. Es schreit auf und flüchtet sich zu mir. Du Vieh, schrei ich wütend, willst du die Peitsche? Besinne mich aber gleich, dass es ein Fremder ist, dass ich nicht weiß, woher er kommt und dass er mir freiwillig aushilft, wo alle anderen versagen. Als wisse er von meinen Gedanken, nimmt er meine Drohung nicht übel, sondern wendet sich nur einmal immer mit den Pferden beschäftigt nach mir um. Steigt ein, sagt er dann, und tatsächlich alles ist bereit. Mit so schönem Gespann, das merke ich, bin ich noch nie gefahren und steige fröhlich ein. Kutschieren werde aber ich, du kennst nicht den Weg, sage ich. Gewiss, sagt er. Ich fahre gar nicht mit, ich bleibe bei Rosa. Schreite Rosa! Vorgefühl der Unabwendbarkeit ihres Schicksals ins Haus. Ich höre die Türkette klirren, die sie vorlegt. Ich höre das Schloss einspringen. Ich sehe, wie sie über dich im Flur und weiterjagend durch die Zimmer alle Lichter verlöscht, um sich unauffindbar zu machen. Du hörst mit, sage ich, oder ich verzichte auf die Fahrt, so dringend sie erwischt. Es fällt mir nicht ein, dir für die Fahrt das Mädchen als Kaufpreis hinzugeben. Munter, sag ihr das in die Hände. Der Wagen wird fortgerissen, wie Holz in die Strömung, da höre ich, wie die Tür meines Hauses unter dem Ansturm des Knechtes wird.
zu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt. Aber auch das nur einen Augenblick. Denn als öffne sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof meines Kranken, bin ich schon dort. Ruhig stehen die Pferde. Der Schneefall hat aufgehört. Mondlicht ringsum. Die Eltern des Kranken eilen aus dem Haus. Seine Schwester hinter ihnen. Man hebt mich fast aus dem Wagen. Den verwirrten Reden entnehme ich nichts. Im Krankenzimmer ist die Luft kaum atembar. Der vernachlässigte Herdofen raucht. Ich werde das Fenster aufstoßen. Zuerst aber will ich den ohne Fieber, ist kalt, nicht warm, mit leeren Augen hebt sich der Junge unter dem Federbett, hängt sich an meinen Hals, flüstert mir ins Ohr. Doktor, lass mich sterben. Ich sehe mich um. Niemand hat es gehört. Die Eltern stehen stumm vorgebeugt und erwarten mein Urteil. Die Schwester hat meine Handtasche gebracht. Ich öffne die Tasche und suche unter meinen Instrumenten. Der Junge tastet immerfort aus dem Bett nach mir hin, um mich an seine Bitte zu erinnern. Ich fasse eine Pinzette, prüfe sie im Kerzenlicht und lege sie wieder hin. Ja, denke ich, Lästern, in solchen Fällen helfen die Götter. Schicke das fehlende Pferd, die gewegene Eile noch ein zweites hinzu. Spende zum Überwas noch den Pferdeknecht. Jetzt erst fällt mir wieder Rosa ein. Was tue ich? Wie rette ich sie? Wie ziehe ich sie unter diesem Pferdeknecht hervor? 10 Meilen von ihr entfernt, unbeherrschbare Pferde von meinem Wagen. Diese Pferde, die jetzt die Riemen irgendwie gelockert haben, die Fenster, ich weiß nicht, wie von außen ausstoßen, jedes durch ein Fenster in den Kopf stecken und unter ihm durch den Aufschrei der Familie den Kranken betrachten. Ich fahre gleich wieder zurück, denke ich, als forderte mich die Pferde zur Reise auf. Aber ich dulde es, dass die Schwester, die mich durch die Hitze betäubt glaubt, den Pelz mir abnimmt. Ein Glas Rum wird mir bereitgestellt. Der Alte klopft mir auf die Schulter. Die Hingabe seines Schatzes rechtfertigt diese Vertraulichkeit. Ich schüttle den Kopf. In dem engen Denkkreis des Alten wird er mir übel. Nur aus diesem Grunde lehne ich es ab zu trinken. Die Mutter steht am Bett und lockt mich hin. Ich folge und lege. Während ein Pferd laut zur Zimmerdecke wird, den Kopf an die Brust des Jungen, der unter meinem nassen Bart erschauert. Es bestätigt sich, was ich weiß. Der Junge ist gesund, ein wenig schlecht durchblutet, von der sorgenden Mutter mit Kaffee durchdrängt, aber gesund und am besten mit einem Stoß aus dem Bett zu treiben. Ich bin kein Weltverbesserer und lasse ihn liegen. Ich bin vom Bezirk angestellt und tue meine Pflicht bis zum Rand. Bis dorthin ist es das zu viel wird. Schlecht bezahlt bin ich noch freigebig und hilfsbereit gegenüber den Armen. Noch für Rosa muss ich sorgen. Dann mag der Junge recht haben und auch ich will sterben. Was tue ich hier in diesem endlosen Winter? Mein Pferd ist verendet und da ist niemand im Dorf, der mir seines leiht.
Aus dem Schweineschall muss ich mein Gespann ziehen. Während es nicht zufällig werde, müsste ich mit Säuen fallen. Fort ist es! Und ich nicke der Familie zu. Sie wissen nichts davon. Und wenn sie es wüssten, würden sie es nicht glauben. Rezepte schreiben ist leicht, aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen ist schwer. Nun, hier wäre mein Besuch zu Ende. Man hat mich wieder einmal unnötig bemüht. Daran bin ich gewöhnt. Mit Hilfe meiner Nachbarn wartet mich der ganze Bezirk. Aber dass ich diesmal auch noch Rosa hingeben musste, dieses schöne Mädchen, das jahrelang von mir kaum beachtet in meinem Hause lebte, dieses Opfer ist so groß. Und ich muss mir Spitzfindigkeiten ausschließweise in meinem Kopf irgendwie zurechtlegen, um nicht auf diese Familie loszufahren, die mir ja beim besten Willen als ich aber meine Handtasche schließe und nach meinem Pelz winke, die Familie beisammen steht, der Vater schnuppernd über dem Rumglas in seiner Hand, die Mutter von mir wahrscheinlich enttäuscht. Ja, was erwartet denn das Volk? Tränen voll, die Lippen beißend, und die Schwester ein schwerblutiges Handtuch schwenkend. Bin ich irgendwie bereit, unter Umständen zuzugeben, dass der Junge doch vielleicht krank ist? Ich gehe zu ihm. Er lächelt mir entgegen, als brächte ich ihm etwa die allerstärkste Suppe. Ach, jetzt wiehern wieder die Pferde. Der Lärm soll wohl höheren Ort angeordnet die Untersuchung erleichtern. Und nun finde ich, ja, der Junge ist krank.